Ich begrüße euch zu all unseren Nachrichten vom 11. Mai, unter anderem mit diesen Themen. Neue Zweitempfangsstelle in der Gemeinde Raro, Räume für Investitionen in der Gemeinde Bitsch und die BLS AG meistert das Krisenjahr 2009 erfolgreich. In Raro gibt es neue Zweitempfangsstelle für asylsuchende Frauen und Kinder. Laut der Staatsrätin Esther Weber-Kolbermatte gibt es in der Einrichtung verschiedene Kursräume für Deutsch, Informatik, Umgebung und Integration. Damit will man Asylbewerberinnen bei einer Ausbildung unterstützen. In der Zweitempfangsstelle in Raro können für einen Zeitraum von ein paar Monaten 2 bis 3 Familien wohnen, die zuerst im Erstempfangszentrum waren, so die Staatsrätin. Ich komme von Saint-Jean-Golf hierher und das sind die paar Monat hier und nachher schaut man, wie geht es weiter mit der Familie und wenn sie einen Asylstatus bekommt, einen längeren Aufenthalt hier, sucht man nachher mit denen zusammen in der Region Wohnungen. Mit dem Standard Raro kann man laut der Staatsrätin mega glücklich sein. Das Gebäude ist nur ein paar Minuten vom Bahnhof weg und darum für asylsuchende Frauen im ganzen Oberwallis mit dem öffentlichen Verkehr gut erreichbar. Die Verantwortlichen erwarten, dass im Schnitt pro Woche rund 20 bis 30 Personen die Kurse im Zentrum zu Raro besuchen. Unterstützung in Sachen Kursleitung kommt auch vom Forum Migration und ein Haufen Freiwillige melden sich für die Frauen und Kinder, den Start hier in der Schweiz zu erleichtern. Auch hier kann die Gemeinde Bitsch auf ein finanziell erfolgreiches Jahr zurückschauen. Laut dem Gemeindepräsidenten Anton Karlin präsentieren sich alle Kennzahlen im grünen Bereich. Die Schulden man kann reduzieren, die Nettoverschuldung ist auf unter 3'000 Franken pro Kopf. Die Gemeinde Bitsch will sich in Zukunft zum attraktiven Wohn- und Lebensraum für junge Familien und Rentner entwickeln. Weiter will man im Bereich erneuerbare Energien eine führende Rolle in der Region einnehmen. Die Rechnungsurversammlung der Gemeinde ist am 27. Mai um 7:30 im Gemeinsaal. Die BLS AG hat im Geschäftsjahr 2009 einen Konzerngewinn von knapp 13 Millionen Franken erreicht. Vor allem im Personenverkehr hat die Nachfrage bei der Bahn, aber auch bei den Bus- und Schiffsfahrten und mit dem Autoverlad stark zugenommen. So hat die BLS im Jahr 2009 über 52 Millionen Fahrgäste transportiert. Die Gewinnsteigerung hat man aber vor allem wegen der vorzeitigen Auflösung von Leasingverträgen vom Rollmaterial verbucht. Mit einem Verlust von 3,6 Millionen Franken hat die BLS AG die Wirtschaftskrise nur im Güterverkehr gesperrt. Mehr Informationen zum Thema findet ihr auf der Radio-Homepage rru.ch. Am Montag hat man die Verhandlungen über den Sozialplan zwischen der Lonza und den Gewerkschaften abgeschlossen. Im Rahmen des Restrukturierungsprogramms will die Lonza zu Visp und zu Basel 193 Stellen abbauen. Während dem Konsultationsverfahren haben die Gewerkschaften konkrete Begehren gestellt, für einen Stellenabbau sozialverträglich abzufedern. Am Mittwoch entscheiden die Mitglieder der Union-Betriebsgruppe Lonza über die Annahme oder eben die Ablehnung des erarbeiteten Sozialplans. Der German Eier-Sektion Der Sekretär von der Unia Oberwallis zeigt sich gegenüber RRO zufrieden mit den Verhandlungen. Seit dem Jahr 2010 ist die Impfung gegen die Blauzungenkrankheit obligatorisch. Trotzdem kommen in der Schweiz rund 12% der Tiere nicht geimpft. Nachdem dass die Blauzungenkrankheit überall in Europa gewütet hat, sind die Fallzahlen nur wegen einer umfangreichen Impfkampagne zurückgegangen. Laut dem Kantonstierarzt Jérôme Barras können die Tierhalter aufgrund der guten Seuchenlage per Gesuch eine Ausnahme vom Impfobligatorium beantragen. Weil man mehr als 80% der Tiere impft, stehen die Chancen gut, so Virologen, dass die Krankheit in der Schweiz bald kein Thema mehr ist. Das Virus, das die Zecke Hirnhautentzündung übertragen hat, mit Zollgäste und Raro nachgewiesen. Die Gebiete sind bis jetzt frei von Zeckenviren. Laut dem Bundesamt für Gesundheit sollten sich alle Personen, die im Risikogebiet leben, impfen. Die Zecke Hirnhautentzündung ist eine virale Erkrankung vom zentralen Nervensystem. Bei 70% der infizierten Personen richtet die Krankheit keinen Schaden an. In anderen Fällen entwickeln sich bis zu 2 Wochen nach der Infektion grippeähnliche Symptome wie Fieber, Müdigkeit und Kopf- und Gelenkschmerzen.
Nach mehreren Diebstählen und Einbruchsversuchen im Wallis und im Kanton Uri hat die Polizei zwei Personen angehalten. Ende Januar hat ein Patrouille von der Polizei zu Gontei schon abgestellten Personenwagen kontrolliert und dabei Material wie Garagenschilder, Bilder, aber auch Bücher entdeckt. Nach Ermittlungen kann man den zwei Slowaken mehrere Einbruchdiebstähle nachweisen. Die Deliktsumme beläuft sich auf 113'000 Franken, der Sachschaden auf rund 10'000 Franken. Die Fernfachhochschule Schweiz hat man mit dem Qualitätslabel ausgezeichnet. Das Qualitätsprüfungsverfahren von der European Foundation for Quality Management dient der Überprüfung und Bewertung des Qualitätsniveaus von Schülern. Für die Walliser Wiene beliebter zu machen, will man die Kommunikationsplattform neu konzipieren. Neben der Einführung von einer neuen Webseite Anfang Sommer hängt seit letzter Woche an der ganzen Schweiz Promotion von offenen Kellertüren auf der Plakatwand. Der Branchenverband von der Walliser Wiene hat sich dazu mit einer iPhone-Applikation auf neues Terrain gewagt. Zum Sport Fußball. Trotz der schlechten Resultate hat die Direktion vom FC Sitte die bisherige Trainercrew vorläufig bestätigt. Das haben die Verantwortlichen vom FC Sitte mitgeteilt. So treten mir verschiedene Spekulationen über eine Entlassung vom Trainer Didier Tolo entgegen. Erst nach den letzten beiden Spielen ziehen die Verantwortlichen in Bilanz und entscheiden, ob man mit dem aktuellen technischen Staff weiterarbeiten will. Swisski hat 14 Athleten für die Junioren-Snowboard-Weltmeisterschaft in Neuseeland selektioniert. Dabei sind auch die beiden Oberwalliser Orel Antematten und Raphael Imhoff, wann er Halfpipe antreten. Die Weltmeisterschaften sind vom 20. bis am 31. August. Der Mai ist für seine Regentage bekannt. Ob es noch mehr oder weniger sonnige Tage in diesem Schema schon wieder weitergeht, das sehen wir jetzt im Walliswetter. Am Dienstag war es im Oberwallis veränderlich. Die Sonne hat sich aber immer wieder gegen dunkle Wolken durchsetzen. Gegen Abend hat es aber schon wieder überzogen. So sehen wir es hier auf der Wetterkamera von Fiesch. Am Mittwoch geht es dem gleichen Stil weiter. Es bleibt unveränderlich. Am 1. bleibt es noch im Talgrund trocken. Die Temperaturen gehen zurück. So gibt es im Goms bis zu 11 Grad, im Talgrund 17 und in Zermatt und im Simplongebiet 9 Grad. Die Schneefallgrenze die sinkt auf 1800 Meter. Auch der Rest von der Woche bleibt überzogen und es gibt immer wieder Niederschläge. Auf das Wochenende kommt es dann nur mal kälter mit bis zu 14 Grad. Trotz meiner schlechten Wetter wünsche ich eine gute Woche. Bis zum nächsten Mal.